Hi, ich bin Sandro, Marketing-Experte bei TechSip. Wir hatten vor kurzem unser 34-jähriges Jubiläum und ich dachte, ich erkläre euch mal kurz und schmerzlos, wie unsere Firma und Arbeitsabläufe, die damit zusammenhängen, eigentlich funktionieren. Heute starten wir mit dem Druck. Also normalerweise nicht, weil dazu braucht es erst einen Kundenauftrag und die Druckvorstufe. Aber da gehen wir ein anderes Mal drauf ein. Okay, starten wir mal voll rein mit dem Druck. Über 100 Materialien, über 10 verschiedene Maschinen und Arten von Druckverfahren. Wir konzentrieren uns aber auf unsere 5 Meter Wutek und Jedi-Maschinen. Wir haben uns nämlich den Großformatdruck auf die Fahne geschrieben. Jeder Auftrag hat verschiedenste Anforderungen und Einsatzzwecke, somit auch unterschiedliche Materialien, die für deinen Auftrag benötigt werden. Also brauchst du ein Schild, wird es wohl auf Platte gedruckt. Brauchst du ein Bauzaunbanner, wird es wahrscheinlich Plane. Wir haben auch nachhaltige Materialien, die aus recycelten Stoffen bestehen oder sogar einen positiven Effekt auf die Umwelt haben, wenn sie dann einmal montiert wurden. Bei diesen Maschinen laufen hauptsächlich Plane, Fahnenstoff und Mesh. In diesem Video werdet ihr verschiedenste Materialien sehen, wo der Arbeitsablauf fast der gleiche ist. Sie unterscheiden sich aber von der Druckart und der Weiterverarbeitung. Fahnenstoff zum Beispiel erhält seine leuchtende Farbe nämlich erst nach dem Kalandern. Und beim UV-Druck werden die Farben direkt während des Druckes mit einem UV-Licht getrocknet. Unsere Aufträge werden von der Druckvorstufe verschachtelt, dass wir Platz und Material sparen. Der Drucker oder die Druckerin muss vor Start seine Maschine prüfen und einen sogenannten Nozzle-Test machen. Da wird geprüft, ob alle Farbdüsen wie immer funktionieren und ob alle Farben gleichmäßig verteilt werden. Zeit, sich ein Material zu holen, die Rolle einzuspannen und auf der anderen Seite wieder auf einen Pappkern fixieren. Unsere Maschinen werden in geregelten Abständen gewartet und kalibriert. Ist alles vorbereitet und geladen, wird der Druckvorgang gestartet. Die Maschine zieht sich jetzt selbstständig das Material und hält es in Position, während der Druckkopf gleichmäßig über das Material fahren kann und die Tinte aufträgt. Die Farben bestehen immer aus CMYK, also Cyan, Magenta, Yellow und Black. Es ist wichtig, den Füllstand zu beobachten und gegebenenfalls den Behälter nachzufüllen. Ein Drucker oder eine Druckerin kommt übrigens in Schichten arbeiten. Sie haben eine normale Schichtübergabe und haben gleichzeitig mehrere Maschinen zu bedienen. Zum Alltag gehört auch die Vorbereitung der Maschinen, Kontrolle der Farben und der Materialien und die Zusammenarbeit im Team. Hey, unser Druck ist fertig und dieser Auftrag ist beendet. Jetzt wird die Rolle fachgerecht aus der Maschine genommen, der Metallkern wird entfernt und die Rolle wird hier zwischengelagert. Bereit für die nächste Abteilung zum Abholen, aber was danach kommt, kommt ganz auf deinen Auftrag an. Es gibt noch so viele Details, auf die man achten muss, aber im Groben war es das. Ich denke, es ist klar, dass immer mehr dazu gehört, als was man sieht, in jedem Job. Deswegen, wenn du dich für uns interessierst oder noch mehr zu uns sehen willst, dann schau doch mal bei techsip.com/karriere vorbei oder auf unseren YouTube-Kanal, da kriegst du noch mehr Einblicke. Und lass gerne ein Like und ein Abo da. Das war's für dieses Video. Ciao und bis zum nächsten Mal.